Ich habe mir jetzt mal Gedanken darüber gemacht, was ich für ein Format eröffnen könnte, quasi ein Road to Jurassic World Dominion Format. Besprechen wir nochmal alle Jurassic Park Filme und Jurassic World Filme. Kleiner Spoiler, ja, das wird in einem Livestream nachgeholt, da habe ich sogar einen ganz speziellen Gast für euch mit dabei. Dazu gibt es aber in späteren Videos noch ein paar mehr Infos. Das Ganze wird auf jeden Fall, so habe ich es zumindest geplant, noch vor dem Start des Kinofilms am 8. Juni, live auf meinem Kanal zu sehen sein. Deswegen sprechen wir in diesem Format jetzt nicht per se über die Filme. Also wir werden jetzt hier nicht die Story nach und nach bequatschen, weil wir das, wie gesagt, später im Livestream machen werden. Ich habe mir überlegt, lasst uns einfach mal über die Tode quatschen. Ich werde in diesem Video meine Meinung zu den Jurassic Park und Jurassic World Toden preisgeben. Beziehungsweise in diesem Video sprechen wir erstmal nur über den Jurassic Park von 1993, also den allerersten Teil. Da wir halt hier sehr wenig menschliche Tode zu verzeichnen haben, ich meine, es waren gerade mal 4, habe ich auch noch ein paar andere Tode mit dazu genommen. Dieses Ranking ist natürlich wieder rein subjektiv, das ist meine Meinung. Ich habe mir auch überlegt, okay, nach welchen Voraussetzungen rankst du denn jetzt die verschiedenen Tode? Der lustigste, der brutalste, der schönste, keine Ahnung. Ich ranke den Tod einfach so, wie er mir in Erinnerung geblieben ist oder wie sehr er auf mich Eindruck hinterlassen hat. Ich glaube, das ist auch irgendwie am fairsten, denn sonst könnte man ganz viele verschiedene Rankings machen, die dann irgendwie untereinander variieren, weil der eine ist lustiger, der andere ist dafür härter, der ist dafür dann cleverer. Wir machen das einfach eben so. Ich ranke diese Tode so, wie sie auf mich wirken. Natürlich, und ich sage es jetzt schon mal vor dem Intro, ist deine Meinung dann natürlich auch gefragt. Es sind jetzt hier 9 Plätze zu vergeben. Ich habe 9 Tode verzeichnet im ersten Jurassic Park Film, die ich als nennenswert empfinde. Wenn du dieses Video zu Ende geschaut hast, würde mich deine Meinung brennend interessieren. Was hältst du von meiner Rankingliste? Und dann platzier doch mal deine persönlichen Tode in diese Rankingliste mit ein, damit auch ich sehen kann, okay, wo unterscheiden sich denn da unsere Meinungen in den verschiedenen Platzierungen. Ich liebe es, mit euch zu diskutieren in den Kommentaren. Vielen Dank für eure fleißigen Kommentare, für diese zahlreichen Kommentare. Und natürlich auch für euer Vertrauen durch die ganzen Abos. Und damit würde ich einfach sagen, begeben wir uns jetzt in das Gemetzel aus Jurassic Park 1 und bequatschen mal die meiner Meinung nach prägnantesten Tode des Films. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Auf Platz 9 habe ich hierbei den Tod des Gallimimus gesetzt. Das ist einfach ein Tod, der mich persönlich auch als Kind nie wirklich interessiert hat. Ich meine, ja, man denkt sich dann doch irgendwo, oh Gott, das arme Vieh. Das arme Vieh, aber irgendwo war das so, es war nicht wirklich schrecklich dargestellt, weil es gibt ja bestimmte Szenen in den Filmen, wo Dinosaurier wirklich als Monster dargestellt werden, als grauenvolle Kreaturen. Und das war einfach so der erste Moment, wo man wirklich merkt, der Rex, der tötet gar nicht einfach nur aus Spaß, der jagt ja gerade nur, um selber zu überleben. Und deswegen ist das, finde ich, gar nicht mal so ein heftiger Tod gewesen. Klar, der arme Gallimimus, das arme Vieh, aber ey, so ist die Natur eben, das müssen wir alle akzeptieren und von daher muss ich sagen, ja, das war für mich Platz 9. Das war ein Tod, der mich schon als Kind damals nicht wirklich interessiert hat. Platz Nummer 8, und ich weiß, dass sich jetzt hier schon die ersten Geister scheiden werden, sind für mich die Tode der Raptoren, die am Ende gegen den T-Rex sterben. Und hierzu muss ich ganz kurz erwähnen, es ist eine super coole Szene, die auch wirklich Spaß macht, die, glaube ich, jedem in Erinnerung geblieben ist, die auch wirklich heroisch ist. Da kommt der T-Rex und rettet ja quasi dann unsere Helden und dann schreit er nochmal in die Eingangshalle rein, während das Banner runterfällt. Alles super cool gemacht. Aber hat man denn wirklich Mitleid mit den Velociraptoren? Ich meine, die werden uns kurz vorher dann noch als die großen Widersacher quasi dargestellt. Die werden uns ja wirklich als clevere, schlaue Monster dargestellt, die unsere Gruppe, mit denen wir sympathisieren sollen, jagen und danach werden sie eben vom T-Rex dann gefressen. Ist ein super cooler Tod auf der einen Seite, aber ich habe mir dann nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, okay, aber ich fand es jetzt auch nicht wirklich so heftig. Man muss sich überlegen, im Vergleich zu dem, was wir später noch alles sehen werden, hat der Rex hier die Raptoren zum Teil wirklich einfach nur genommen, einfach mal weggeschleudert. Wir sehen hier nicht, wie ein Kopf abgerissen wird oder irgendwas in der Art. Von daher, da noch untermalt mit dieser heroischen, tollen Musik und diesem heldenhaften Auftreten, war das dann doch eher eine schöne, szeniastische und heroische Szene gewesen, als irgendwie ein heftiger Tod. Und deswegen muss ich sagen, ja, Platz 8 ist meiner Meinung nach komplett gerechtfertigt. Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist bei mir wieder ein Tod, der nicht menschlich ist. Und dann hier haben wir die Kuh aus Jurassic Park 1. Und das auch nur aus einem Grund. Ich fand das damals als Kind so heftig, dass du eben nicht siehst, was passiert. Du siehst eben, wie diese Kuh in diesem Gestänge in das Brutgehege der Velociraptoren reingelassen wird und danach siehst du eben, wie die Büsche wackeln und irgendwie die Raptoren brüllen und das Geding wird wieder rausgehoben und ist komplett zerfetzt und du hast dir halt gedacht, uff, ist das fies. Zumal die Kuh auch noch festgekettet gewesen ist. Ich meine,
Was ist das denn? Die wurde ja quasi lebendig, bei lebendigem Leib gefressen. Ich weiß, so läuft das in der Natur normalerweise ab. Beim Rex vorhin hatte ich auch keine Probleme damit. Hier ist aber irgendwie was anderes, weil das so dieses gezielte Füttern ist, so diese Kuh einfach da reinzustellen, sie bewegungsunfähig zu machen. Vielleicht würde ich sogar die Ziege mit auf denselben Platz setzen, die dann beim T-Rex später drunter leiden muss. Der Rex aber hingegen frisst die halt mit einem Happen weg, während die Raptoren ja wirklich an der rumnagen, an der Kuh, bis sie dann irgendwann stirbt. Und deswegen lasst uns mal die Ziege und die Kuh bitte hier auf einen ganz fairen 7. Platz setzen, weil es ist schon assi, wenn die Viecher auch noch dann festgekettet sind und sich eigentlich gar nicht verteidigen oder wegrennen können. Das fand ich als Kind früher belastend und deswegen hat sich das bis heute so ein bisschen nachgezogen. Die liebe Kuh, wir nennen sie einfach mal Bertha. Bertha landet auf Platz 7. Jetzt habe ich ja eben gerade eigentlich gesagt, lasst uns mal die Kuh und die Ziege auf einen Platz setzen und muss das gleich jetzt hier einen Schritt später schon wieder, da muss ich schon wieder widersprechen, Die Ziege wird hier doch eher auf Platz 6 landen. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil dieser Tod mir als Zuschauer oder generell den Zuschauern natürlich wesentlich heftiger in Erinnerung bleibt. Wir sehen im Film, wie die Ziege irgendwann auf dieses Plateau gefahren wird, wo dann der T-Rex immer gefüttert wird, damit die Zuschauer ihn auch sehen können. Ja, da ist ein Plateau oben und dann geht's runter in eine Schlucht. Dazu habe ich dir auch schon mal ein Video gemacht, warum der T-Rex aus dem Gehege rauslaufen kann. Und dann später ist da unten ein riesen Abgrund. Das Video habe ich dir jetzt mal hier oben verlinkt. Auf jeden Fall sehen wir eben dann die Ziege, wie sie da angekettet ist und Dr. Alan Grant sagt ja sogar schon, die T-Rex, der will eigentlich nicht gefüttert werden, er will jagen. Ich weiß noch, wie ich als Kind damals gedacht habe, okay, da passiert jetzt einfach nichts, weil Alan Grant hat ja eben gerade erklärt, dass die Dinosaurier, dass der T-Rex so nicht denkt, also der will schon jagen und will nicht einfach da jetzt irgendwie eine Ziege fressen, die sich nicht wirklich, die nicht wirklich wegrennen kann. Das ist eben so ein Jagdinstinkt. Und dann kommen wir später nochmal in dieselbe Szene rein mit der Ziege, aber es regnet draußen, es gewittert, es ist düster, es ist dunkel und auf einmal ist das Vieh weg vom Fenster. Und du hast gar nicht die Möglichkeit zu überlegen, okay, was ist denn gerade passiert? War das der Rex? Ist der Rex? Wumm, auf einmal knallt diese tote Ziege oben an die Fensterscheibe. Lex und Tim und auch der Anwalt erschrecken sich dann total. Und auch als Zuschauer ist man dann wirklich so, boah, das war schon ein ziemlich heftiger Moment. Und ich muss sagen, dass der einfach mit zum kultigsten und zum ikonischsten Moment des Jurassic Park Franchises gehört. Die Ziege erinnert sich, glaube ich, jeder mit dran, was da abgegangen ist. An sich war es jetzt eben kein so legendärer Tod, weil er zum einen offscreen passiert ist und zum anderen war die Ziege wahrscheinlich mit einem Happen weg, aber ich glaube, ihr versteht, warum ich diesen Tod noch vor die Kuh gesetzt habe. Ich denke mal, dass hier Captain Ziege hat einen verdienten 7. Platz erreicht. Platz Nummer 5 muss ich vielleicht vorher nochmal erklären. Ich werde jetzt hier von einem John Arnold reden. Ihr habt mir in den Kommentaren sehr oft geschrieben, der heißt doch eigentlich Ray Arnold. Der vollständige Name ist tatsächlich John Ray Arnold. Die Quelle habe ich euch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr das Ganze gerne nachlesen. John Ray Arnold, ich nenne ihn einfach immer John Arnold. Ich weiß nicht wieso, ich dachte auch früher, er wird im Film mal so genannt, liege ich damit ganz falsch, keine Ahnung. Also für mich war John Arnold immer der Name, den ich im Hinterkopf hatte und deswegen, du weißt jetzt, wen ich damit meine, wenn ich John Arnold sage. John Ray Arnold würde wahrscheinlich von vielen von euch höher platziert werden, als jetzt eben nur wie bei mir auf Platz 5. Aber das ist auch wieder so eine Sache, dass das offscreen passiert ist. Das heißt, wir haben es wieder einmal nicht gesehen und ich weiß, ja, da gibt es eine bestimmte Stelle, die eigentlich verfilmt werden sollte. Das heißt, wir sollten eigentlich sehen, wie Samuel L. Jackson vom Raptor gefressen wird. Die haben wir aber nicht bekommen aufgrund eines Sturms, der eben da ausbricht, der eben ausgebrochen ist während den Dreharbeiten. Deswegen konnte Jackson nicht ans Set fliegen. Dazu habe ich dir auch schon mal ein Video gemacht. Das habe ich dir unten in die Beschreibung reingesetzt. Fakt ist aber, dass wir jetzt mal alles rauslassen müssen, was hier hätte sein können, was angeteasert wurde. Und es stand ja mal im Drehbuch und der Regisseur hat mal irgendwann von einer Katze geträumt, die fliegen kann. Das lassen wir alles mal komplett raus. Wir reden nur darüber, was wir eben im Film gesehen haben. Und im Film haben wir eben nur den Schockmoment gehabt, dass der Arm auf Ellies Schulter fällt und sie dann eben denkt, dass das Mr. Arnold ist und dann merkt, okay, das ist nur noch der Arm von Mr. Arnold. Ist ein ganz cooler Moment, der aber eigentlich nie so wirklich gezündet hat, weil wir als Zuschauer ja sehen, wie der Arm von oben runterfällt und hat da jemand wirklich gedacht, dass Mr. Arnold jetzt von hinten sie irgendwie umarmt oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Dazu muss ich auch sagen, dass bei allem das CGI und gerade die Technik in Jurassic Park 1 ist ja extrem gut gealtert und Jurassic Park 1 sieht heute immer noch in sehr vielen Aspekten wesentlich besser aus als die aktuellen Jurassic World Filme. Es ist nun mal leider einfach so und das liegt eben auch daran, dass CGI meistens im Dunkeln benutzt wurde oder eben auch, dass wir hier Animatronics, also reale Roboter benutzt haben oder eben Puppen, wie jetzt in diesem Fall und die sah schon früher nicht so gut aus. So dieser Arm von Mr. Arnold, der hat mich früher aus irgendeinem Grund, haltet mich jetzt für extrem gestört und behindert, aber es ist immer noch so, dass ich da jedes Mal irgendwie an Pommes mit Ketchup denken muss. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe jedes Mal den Geschmack von Ketchup im Mund, wenn ich diese Szene sehe. Ist das bedenklich? Sehr wahrscheinlich. Bekomme ich deswegen Hilfe? Ja. Aber trotz allem muss man sagen, dass diese...
Trotz allem muss man aber sagen, dass diese Puppe, also dieser Arm, nicht wirklich gut ausgesehen hat. Und das ist eben wieder offscreen passiert. Und ich finde, so Sachen, die offscreen passieren, die haben einen Schockmoment. Ja, das hat ein ganz bestimmtes Ziel, das auch hier erreicht wurde. Definitiv, es war so ein Oh-F-Moment. Aber ja, für mich ist es immer wesentlich heftiger, sich sowas mit anzuschauen, wenn ich auch wirklich sehe, was der Person passiert, ja, mehr oder weniger. Und hier haben wir eben gar nichts gesehen. Ich denke mal, ihr könnt nachvollziehen, warum John Ray Arnold auf Platz 5 gelandet ist. Und denk mal, das ist ganz fair. Auf Platz 4 haben wir Geoffrey Brown. Und Geoffrey, wird er nicht Geoffrey genannt im Film? Geoffrey ist ja derjenige, der den Velociraptor, den wir am Anfang in Jurassic Park sehen, in das Gehege reinlassen möchte, was übrigens auch das Riesenbiest ist. Also hier haben wir den Raptor, vor dem sich Robert Muldoon nur mehr oder weniger fürchtet, bei dem er aber auf jeden Fall sagt, er hat Respekt vor dem Vieh, weil der eben wesentlich größer und schneller und stärker und cleverer ist als die anderen Raptoren. Das ist dieses Vieh. Wir sehen dann also im Film, wie Geoffrey das Tor hochmacht und der Velociraptor, weil er aber eben schlau ist, rammt die Seite von dieser Transportbox, in der er sich drin befindet, und Geoffrey fällt von der Transportbox runter. Man sieht nur, wie seine Beine hinten schon in dem Gehege fast drin sind. Auf einmal wird er von irgendwas gepackt und in diese Box reingezogen, und er kann sich nur noch an der Seite festhalten und schreit um Hilfe, und Robert Muldoon rastet aus und sagt, er schießt das Vieh. Und das ist eine Sache, die ja viele von euch kritisieren, die eben sagen, ja, warum hat der Raptor so viel einstecken können? Ich habe diese Szene ganz anders gesehen. Ich habe da nicht gefragt, warum ist das so, sondern ich habe mir gedacht, okay, Mist, das ist jetzt einfach so. Das war so ein verzweifelter Moment, wo du einfach siehst, wie die Leute von außen in das Gehege reinballern mit Munition. Es war wahrscheinlich keine scharfe Munition, das wäre sehr unrealistisch, aber auch Betäubungspfeile und eben Elektroschocks. Es macht diesen Vieh anscheinend nichts aus. Und ich weiß noch, wie ich damals den Film gesehen habe, und ich bin so perplex gewesen, weil ich nicht verstanden habe, was passiert denn da jetzt gerade. Also sie hatten keine Chance gehabt, den lieben Geoffrey da irgendwie rauszuholen. Und er hat mir einfach auch leid getan, weil er ja wirklich so unschuldig war. Er ist leider auch eines der vielen Opfer, die einfach John Hammond mal auf sich genommen hat, weil er so einen Dinosaurierpark erschaffen wollte. Und ja, obwohl er immer wieder meint, er habe keine Kosten gescheut, er hat dennoch aber auch sehr viel Blut an den Händen kleben, weil diese Opfer leider auf seine Kosten gehen. Zum Schluss sehen wir dann eben noch, wie Geoffreys Hand immer mehr zwischen Muldoons Arm verschwindet, weil er ihn noch so festhalten will, quasi wie so im Spitzkasten will er ihn so. Schafft es aber eben nicht, der Raptor ist einfach zu stark. Und trotz zahlreicher Schüsse und Elektroschocks schaffen sie es nicht, ihn aufzuhalten. In dieser Szene gibt es ganz viele Sachen, die irgendwie seltsam gelaufen sind. Das ist so eine typische Szene, wo ich eben sage, die ist nur dafür da, dass sie eben beim Zuschauer eine bestimmte Stimmung erweckt. Das ist so eine typische filmische Szene, die einfach nur dafür da ist, okay, da muss jetzt das passieren, damit das und das so ein bisschen klargestellt wird. Hier soll einfach klargestellt werden, ey, da ist was im Anmarsch, irgendwas sehr Gefährliches. Das ist ja quasi nur der Anfang, der eingeläutet wird. Danach erfahren wir von Dr. Alan Grant noch, oh, Velociraptoren. Und die werden dann eben auch später als die großen Bösewichte im ersten Teil eingebaut. Deswegen existiert diese Szene überhaupt. Ich kenne da ganz viele von euren Kommentaren, die mir auch schon geschrieben haben, dass diese Szene eigentlich voll sinnlos ist. Man hätte ja auch einfach irgendwie vorne reingehen können, hätte den Raptor mit echten Schüssen abknallen können, oder dass der Raptor eigentlich längst hätte am Boden liegen müssen, bei allem, was auf ihn eingefeuert wurde. Ja, sehe ich auch so. Mir würde jetzt nicht einfallen, warum der Raptor das alles so locker überstanden hat. Auch nicht, weil er das Riesenbiest ist. Das ist irgendwie auch ein schwaches Argument. Aber hier geht es mir rein um die filmische Szene. Und selbst wenn ich Jurassic Park 1 heute noch gucke, bin ich immer froh, wenn die Stelle einfach vorbei ist. Und wir einfach nur sehen dann hier, wie der Anwalt, Mr., wie heißt der denn? Wie Donald Gennaro, also der Anwalt, wie er dann da auf seinem Floß so übers Wasser gleitet. Und du weißt, okay, jetzt ist das Intro schon mal vorbei. Und ich habe vor der Szene immer irgendwie einen Heidenrespekt. Die ist bei mir hängen geblieben, schon als ich noch klein war, irgendwie bis heute. Finde ich die Szene einfach wirklich heftig, und deswegen ist die bei mir einfach ganz fair auf Platz 4 gelandet. Kommen wir jetzt hier zu den Top 3, und ich glaube, hier unterscheiden sich unsere Meinungen dann am meisten, weil die sind irgendwie alle, wenn man sie bestimmt dreht und wendet, könnten die alle irgendwie auf Platz 1, 2 und 3 geraten. Ich glaube, dass mein Platz 1 euch sogar ein bisschen am meisten stutzig machen wird, wo ihr euch denkt, pff, okay, fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir machen erstmal weiter mit Platz Nummer 3, und das ist bei mir Dennis Nedry. Bei Dennis Nedry muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil das ist eigentlich ein sehr interessanter Charakter. Wir lernen ihn ja kennen, als er ganz am Anfang von Jurassic Park 1 von Louis Dutchson konfrontiert wird. Den wir jetzt ja auch wieder in Jurassic World Dominion als Antagonisten sehen werden. Und er bekommt eben die Aufgabe, die Embryos aus dem Jurassic Park herauszustibitzen und eben für an Biosyn weiterzugeben, also an Louis Dutchson. Dazu bekommt er so eine kleine Spraydose mit, die ist nur ein paar Stunden kühlbar. Ich weiß gar nicht, wie lange die kühl hält. Er sagt es auf jeden Fall ja auch im Film. Und Dennis soll dann die Embryos in diese Büchse reinstecken und aus dem Park entwenden. Das geht allerdings nur, wenn er vorher die Sicherheitssysteme ausschaltet, also bestimmte Sicherheitssysteme aus dem Park ausschaltet, da er sonst nicht an diese Embryos rankommt. Der Nachteil dabei ist eben, dass auch die elektrischen Zäune
zum Großteil eben versagen. Und so kommt es dann eben zu dem großen Ausbruch, zu dem Ingen-Vorfall, wie er im Buch betitelt wird, dass die Saurier eben ausbrechen und dass zahlreiche Menschen dabei ihr Leben lassen. Weil wir müssen überlegen, es sind ja auch noch Mitarbeiter im Park und nicht nur unsere Helden, die wir begleiten. Da sind schon einige mehr gestorben, als wir eigentlich vor laufender Kamera sehen. Dennis Nedrys Geschichte ist auch irgendwie tragisch angehaucht. Zumindest erfahren wir ja, dass Nedry aus irgendeinem Grund Geldprobleme hat. Das erwähnt ja John Hammond. Und man muss sich eben fragen, okay, eine Firma wie Ingen wird ja wohl nicht ganz so schlecht bezahlen. Also die Mitarbeiter werden schon relativ gut verdienen, schätze ich mal. Und trotzdem ist Dennis Nedry anscheinend so verschuldet und steckt so in der Scheiße, dass er sich mit einem Louis Dutchson arrangieren muss und eben dafür angeheuert wird, Embryos aus dem Park zu klauen, also einfach um kriminell zu werden. Und dann fährt Nedry eben einmal quer durch den Park und verfährt sich dann, beziehungsweise er fährt gegen ein Schild und dieses Schild ist, aus irgendwelchen Gründen kann man das in verschiedene Richtungen drehen. Und dann stellt er das Schild eben irgendwie wieder auf und will, dass es in die richtige Richtung zeigt, aber er weiß eben nicht mehr, okay, wo muss ich jetzt lange zum Dock, weil an den Docks eben ein Schiff liegt, wo er hinfahren soll, damit er eben die Embryos mitnehmen kann oder übergeben kann. Nedry verfährt sich deswegen einfach mal im Dschungel und landet dann irgendwie an so einem Abhang, wo dann auch das Auto stecken bleibt und trifft auf den Dilophosaurus. Zumindest auf eine kleine Variante vom Dilophosaurus. Im Buch ist der ja wesentlich größer. Und auch der Tod, den ich dir jetzt beschreibe, ist im Buch ein ganz anderer. Ich habe dir meine Buchbesprechung mal in die Kommentare unten rein verlinkt und aber auch das Video zum Tod von Dennis Nedry habe ich dir auch mal unten reingesetzt. Schau es dir auf jeden Fall mal an. Wenn du mit dem Video hier fertig bist, dann vergleich mal die beiden Tode. Ist schon eine ganz andere Liga, was im Buch abgeht. Wir sprechen jetzt allerdings hier weiter über die Filme. Im Film sehen wir dann eben, wie Dennis Nedry auf den Dilophosaurus trifft und den noch so ein bisschen verarschen. Hier wird auch schon erwähnt, ich dachte eigentlich, du gehörst zu den großen Apparaten. Das ist so ein kleiner Augenzwinker nach dem Motto, ja, ich weiß, in den Filmen ist das viel groß. Hier haben wir ihn jetzt aber irgendwie kleiner gemacht. Hat eben den Grund, dass dann später der Effekt heftiger ist, weil man sieht erst diesen kleinen süßen Dino und denkt sich, was soll der schon machen können? Und dann geht die Krage auf und er spuckt ihn an mit diesem Schleim, mit diesem Gift und trifft dann eben Dennis auch in den Augen und dann dotzt er sich den Kopf an und die Dose fällt runter, mit der er die Embryos geklaut hat. Und kurz danach geht er ins Auto zurück und merkt dann, der Dilophosaurus ist schon im Auto. Wie der Saurier da reingekommen ist, keine Ahnung, weil die Tür war am Anfang zu und danach war die immer noch zu. Man muss sich aber auch nicht um alles Gedanken machen. Da gebe ich ein paar von euch recht, die auch gesagt haben, es muss doch nicht alles immer bis aufs Kleinste runter reduziert realistisch sein. Da habt ihr auch vollkommen recht. Das ist auch eine Szene, die einfach wieder für den Film gemacht ist und so ist das doch auch ziemlich cool gelöst worden. Das Schlimme an der Szene ist ganz einfach nur, dass man sich während dem Schauen ständig sagt, ey, eigentlich hättest du locker überleben können. Eigentlich hättest du nicht, also dieser Moment, in dem Nedry nochmal zurückschaut zu dem Dinosaurier und wirklich ins Gesicht gespuckt wird, das ist ja der Moment, wo man einfach weiß, okay, das war's jetzt. Hätte er das nicht gemacht, hätte er es auf jeden Fall überleben können. Und wenn eine Szene so einen Moment drin hat, wo du einfach ganz genau weißt, das war jetzt hier der Angelpunkt, hättest du das nicht gemacht, hättest du das alles noch überleben können, das hat so eine ganz böse Wirkung, so eine ganz fiese Nachwirkung. Der einzige Grund, warum dieser Tod jetzt hier auf Platz 3 gelandet ist und nicht irgendwie noch höher ist, weil ich zu Nedry nicht so eine Verbindung habe. Ich habe auch von ein paar von euch eine Theorie schon gehört. Ey, stell dir doch mal vor, wenn Dennis Nedry in Jurassic World Dominion auftauchen würde, weil man weiß ja nicht, ob er wirklich tot ist, mal die Leiche ja nie gesehen. Und ich denke mir, nee, würde ich jetzt gar nicht mal so geil finden. Zumal ich auch nicht mehr weiß, so, wenn das Spiel Jurassic Park The Game noch offizieller Kanon ist, dann kann das eher auf gar keinen Fall passieren, weil da sehen sie nämlich die Leiche von Dennis Nedry im Auto und reagieren dann eben auch auf den Zustand der Leiche. Auch wenn das Ganze nicht mehr Kanon ist. Ich habe irgendwie keinen Bezug zu Dennis Nedry gehabt. Der hat den ganzen Park untergehen lassen. Natürlich ist er irgendwo auch eine tragische Figur gewesen, aber er ist für mich ganz klar auf Platz 3 und nicht höher. Bis auf Platz 2 hat es dann bei mir aber der Anwalt Donald Renaro geschafft, der ja im wahrsten Sinne des Wortes beim Scheißen überrascht wird. Das ist ein Tod, der wirklich, diese ganze Szene ist einfach zu ikonisch. Ich meine, klar, da gehört auch die Ziege mit dazu, aber ich habe schon erklärt, warum die Ziege nicht höher gerankt wurde. Wir sehen, wie der T-Rex aus dem Gehege ausbricht und sich quasi dann unseren Protagonisten stellt oder die versuchen dann irgendwie zu überleben. Und aufgrund eines dummen Fehlers von Ian Malcolm, weil er einfach nicht zuhört, weil er es einfach nicht rafft, dass Dr. Alan Grant sogar noch sagt, bewegen sie sich nicht, die reagieren auf Bewegung. Was macht er? Er nimmt die Fackel, zündet sie an, schmeißt sie weg, aber rennt einfach selber weiter und rennt dann mit dem Rex irgendwie durch diese Toiletten durch, sodass das alles zusammenkracht und der Donald sitzt dann eben noch auf dem Klo, auf dem er sich vorher versteckt hat, weil er eben so Angst vor dem T-Rex hatte. Und dann wird er dann da eben auch noch gefressen und er tut mir einfach sehr leid. Ich meine, er ist irgendwo ein Arsch, ja. Er ist irgendwo jemand, der nur ans Geld denkt, wo die anderen auch dann versuchen, da philosophische Fragen aufzuwerfen bei ihrem Gespräch, bei dem Diner und er kommt dann einfach nur an mit, ja, aber das Geld, wir können ja einen Tag mit reduzierten Preisen oder sowas machen. Aber er ist halt irgendwie kein Mensch, dem man dann so einen Tod wünschen würde und das ist natürlich schon
schon sehr, sehr fies. Und es ist auch wirklich der erste Tod, den wir so wirklich richtig sehen im Film. Und der T-Rex packt ihn dann eben von der Toilettenschüssel runter und schwenkt dann den Kopf nochmal so hin und her. Und da hörst du dann so dieses Knacken. Und das macht der Rex eben, damit er quasi Ronero die Knochen bricht im Körper. Das ist schon eine fiese Szene, die eben auch mit der ikonischsten Szene aus dem gesamten Jurassic-Franchise zusammenhängt, nämlich dem T-Rex-Breakout. Und deswegen ist die bei mir einfach auf Platz 2. Jetzt sagst du sehr wahrscheinlich, Moment, aber jetzt haben wir doch schon alle Plätze durch. Was kann jetzt noch auf Platz 1 sein? Auf Platz 1 ist für mich der ikonischste Tod aus Jurassic Park 1. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich erkläre dir jetzt auch, warum das so ist. Und das ist einfach der Tod von Robert Muldoon. Der Tod von Robert Muldoon wird sehr konsequent umgesetzt. Was meine ich damit? Wir sehen ganz am Anfang von Jurassic Park 1, wie Muldoon dem Riesenbiest, diesem Velociraptor, schon in die Augen schaut und eben mitbekommt, wie er einen Freund von ihm tötet. Auch später im Film bekommen wir mit, was für einen Respekt er eigentlich vor dem Tier hat. Er ist zwar ein sehr ausgebildeter und auch erfahrener Jäger, aber trotzdem hat er so Respekt vor den Tieren. Und das, finde ich, macht ihn als Figur schon mal sehr sympathisch, dass er einfach nicht so ein arroganter Fatzke ist, wie wir dann später hier diesen Möchtegern-Jäger in Jurassic World haben, der gar keinen Respekt vor den Tieren hat und sich auch so ganz komisch verhält. Und da haben wir jetzt hier wirklich einen super coolen Charakter aufgebaut, der aber auch was Persönliches mit diesen Raptoren hat. Ähnlich wie Dr. Alan Grant später in den Film hat auch Robert Muldoon sein persönliches Problem mit diesen Velociraptoren. Und deswegen hat er sich zur Aufgabe genommen, ich will die Viecher verstehen, ich passe auf die Viecher auf und wenn irgendwas passiert, bin ich auch dann bereit zu helfen. Allerdings passiert jetzt etwas, und Robert Muldoon macht Folgendes. Er versucht mit Ellie Sattler zu dem Bunker zu kommen, in dem man den Strom wieder anschalten kann, und merkt dann aber, dass sie bereits verfolgt werden. Nein, sogar noch schlimmer, er merkt bereits, dass sie fokussiert und schon ganz gezielt gejagt werden. Ellie Sattler schafft es also daraufhin zu entkommen. Und was man bei dieser Szene auch wirklich dann mal beachten muss, dass die Velociraptoren oder zumindest das Riesenbiest nicht Ellie hinterher rennt. Also er fühlt sich durch seinen Jagdtrieb nicht dazu gezwungen, der flüchtenden Ellie hinterher zu rennen. Er bleibt einfach starr vor Ort. Also auch der Velociraptor scheint Robert Muldoon als persönlichen Feind anzusehen. Das ist schon fast wie so eine Erzfeindbeziehung, die die beiden miteinander haben. Und jetzt hat das natürlich Sinn gemacht zu sagen, okay, das Riesenbiest, dieses schlimme Monster, hat vorher Joffrey getötet und Robert Muldoon konnte Joffrey nicht retten, aber jetzt kann er beweisen, was er kann, und jetzt kann er den Velociraptor einfach töten und dann damit Joffrey rächen. Es passiert genau das, wovor Robert Muldoon auch gewarnt hat. Die Velociraptoren sind schlauer als alle anderen Dinosaurier. Wie wir in Jurassic Park 3 dann erfahren, sind Velociraptoren wohl auch schon schlauer als manche Primaten damals gewesen, also die haben schon Grips, und in diesem Fall haben sie einfach Robert Muldoon eine Falle gestellt. Er zielt auf den falschen Velociraptor, während dann das Riesenbiest neben ihm auftaucht und er einfach schon akzeptiert im Inneren, das war's jetzt. Eigentlich habe ich jetzt schon verloren. Er bringt noch den Satz, cleveres Kerlchen, will das Gewehr zu ihm rumreißen. Der Velociraptor springt heraus und es ist nahezu vorbei. Plus, dass wir dann eben auch noch sehen, wie Muldoon anfängt zu schreien, diese Leidensschreie, das ist natürlich immer noch was sehr Fieses. Wenn man eben überlegt, wie cool er noch davor in allen möglichen Situationen gewesen ist, ist das dann hier dann doch schon ein bisschen fieser dargestellt. Und ich muss sagen, einfach weil ich Robert Muldoon als Charakter sehr interessant fand, ich fand ihn cool geschrieben, ich fand dieses Verhalten zwischen ihm oder diese Beziehung zwischen ihm und dem Velociraptor, dem Riesenbiest, fand ich sehr interessant. Und dann eben dieses konsequente Umsetzen von wegen, es gibt hier keine Racheaktion, du bist einfach diesem Tier unterlegen, das ist einfach von Anfang an bis zum Ende schlau als du, und das hat es jetzt hier unter Beweis gestellt. Das ist für mich ganz klar Platz 1 der besten Tode des ersten Jurassic Park Films. Und damit sind wir jetzt auch rum hier mit diesem Ranking vom ersten Teil. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn ich jetzt hier Ziegen und Kühe mit eingebaut habe, aber hey, so haben wir eben eine schöne Liste auch aufstellen können. Jetzt schreib du mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie du zu meiner Liste stehst, und schreib mir rein, wie du die verschiedenen Tode ranken würdest. Was sagst du zu meinen Top 3? Was sagst du generell zu meinen 9 Toden, wie ich sie gerankt habe? Schreib mir alles in die Kommentare rein. Lasst uns drüber diskutieren. Ich freue mich drauf. Und dann würde ich einfach sagen, ich bin raus für heute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.